Der Hund ist das älteste Haustier des Menschen und der treueste Weggefährte. Ob als Beschützer, Spielgefährte oder Arbeitshelfer. Natürlich macht man auch mal die einen oder anderen Selfies mit seinem Hund. So tat es auch der Musiker Dan Tillery. Aber nachdem er das Foto postete, geschah etwas, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hätte. Dan Tillery adoptierte einen Pitbull, den er Diggy nannte, und für ihn war es wie Liebe auf den ersten Blick. Er ist völlig vernarrt in den fröhlichen und verspielten Vierbeiner. Er machte ein Selfie von sich und seinem neuen Freund und postete es auf Facebook, um der Welt seinen neuen Kumpel vorzustellen. Dan und der glückliche Hund erregten eine Menge Aufmerksamkeit und sie konnten sich kaum noch vor Likes retten. Das war aber leider ein Fehler, denn nur wenige Stunden später klopfte die Polizei bei ihm. Ein Bekannter von Dan hatte das Foto gesehen und verständigte die Polizei, da es in Michigan illegal sei, einen Pitbull zu halten. Gerade hatte der Hund Diggy eine neue Familie gefunden und schon wurde er ihr wieder entrissen. Dan war komplett aufgelöst und suchte nach einer Lösung. Mithilfe seiner neuen Online-Community ist er auf ein interessantes Detail in dem Stammbaum von Diggy gestoßen. Es stellte sich heraus, dass Diggy kein reinrassiger Pitbull ist, sondern eine amerikanische Bulldogge. Dank der Unterstützung seiner Online-Community machte sich Dan sofort auf den Weg zur Polizeiwache, um seinen neuen vierbeinigen Freund wieder abzuholen. Nach einem aufwendigen rechtlichen Prozess wird Diggy offiziell als amerikanische Bulldogge identifiziert und für immer an Dan zurückgegeben. Diggy musste nicht wieder zurück ins Tierheim, sondern er kann von nun an mit Dan sein neues Leben genießen. Es gibt viele Leute, die einen Pitbull von Natur aus für aggressiv und gefährlich halten. Diese Hunderasse hat es wirklich nicht leicht, da ihr von jeher ein schlechter Ruf anhaftet, der kaum aufzubessern ist. Was meint ihr, sollten Hunde, die einen schlechten Ruf haben, bzw. Listenhunde, von ihren Besitzern getrennt werden? Ich bin echt gespannt auf kommende Diskussionen in den Kommentaren. Wenn euch diese Story gefallen hat, lasst es mich mit einer positiven Bewertung wissen oder ihr könnt auch gerne eure Freunde daran teilhaben und ihnen dieses Video zukommen lassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.